Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Wie ihr seht ihr, dass wir woanders sind. Ich habe mir schon eine neue Fracht angeeignet. Wir sind auch nicht mit dem Scania unterwegs. Ich hatte auch erst vor, jetzt mit einem DAF unterwegs zu sein. Habe mit denen auch schon zusammengestellt. Der steckt jetzt in irgendeiner Garage. Und ihr seht, dass die Spiegel auch ganz merkwürdig platziert sind. So, was ist der Hintergrund des Ganzen? Wir sind unterwegs mit einem Peterbilt 387, steht im Spiel. Ich meine, in der Mod-Beschreibung selber hätte was anders gestanden. Ist im Prinzip auch Rille, weil das Ding tierisch geil aussieht. Ich habe ihn schwarz lackiert. Ich zeige ihn euch jetzt mal von außen. So sieht es aus, das gute Stück. Beifahrerin haben wir leider nicht dabei. Ich habe auch extra hier diese Figur draufgesetzt, weil ohne die siehst du nicht, wo du hinfährst. Ja, ich habe ihn dezent gelassen, keinen dicken, fetten Kuhfänger vorne vor oder so. Ich weiß nicht, ich finde, so sieht er einfach relativ schick aus. Naja, okay. Was hat er da denn für Dinger dran? Aha. Das ist ja mal cool. Ja, relativ modernes Fahrzeug. Wir steigen mal ein. Instrumente über Instrumente. Da oben kann man rausgucken, ne? Hier ordentlich Platz in der Schlafkabine. Also da kann man auch, ich würde sagen, mit zwei Leuten liegen oder Spaß haben oder was auch immer. Aber wie gesagt, wir sind leider allein. So, ich würde sagen, wir haben 900 Kilometer vor uns. Und wir legen einfach mal los. Ob der Motor sich tatsächlich so anhören muss, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ich muss mal gucken, wo wir überhaupt raus müssen. Ah ja, alles klar. Wir müssen noch kurz in eine Werkstatt vorbei. Ich habe den unterwegs, genau. Ich habe den unterwegs nämlich schon ein bisschen kaputt gefahren, weil man also, das Lenkrad kommt mir etwas merkwürdig vor. Ja, wir suchen schon eine Werkstatt auf, das machen wir dann schon, ne? Nicht so ganz einfach mit dem Ding. Wie gesagt, aufgrund der Kühlerfigur da vorne erkennst du so ansatzweise, wo die Motorhaube zu Ende ist. Müssen wir eben gucken, wo hier eventuell in der Nähe eine Garage, eine Werkstatt ist, wo wir vielleicht kurz vorbeifahren können. Wir sind hier und hier ist eine Werkstatt. Das heißt, wir fahren jetzt hier einfach mal einen klitzekleinen Umweg. Wie ist denn das? Können wir da nicht hier lang? Ja, machen wir das doch so. Zweiten Punkt setzen wir hier hin. Ja, so ist doch cool. Dann können wir das ganze Ding nämlich erstmal reparieren. Oh, ich nehme mit dem Teil noch was mit, garantiert.
Das ist so ungewohnt und du siehst diese verfluchte Schnauze nicht. Aber er fährt sich gut. Das war natürlich jetzt prompt falsch. So. Schnell korrigiert, ohne große Schäden. Perfekt. Also ich habe echt ein Problem mit solchen, habe ich immer wieder gesagt, ich habe echt ein Problem mit solchen Trucks. Ist auch nicht mehr ganz knusper, wa? Zur Wartung. Reparieren. Na, das ging ja flott. Ich kann euch übrigens mal ganz kurz zeigen, was man an diesem Ding hier alles machen kann. So sieht er also aus, der Kleine. Ja, Kabine bleibt. Fahrwerk können wir hier auswählen. Wir können hier Motoren auswählen. Ich habe hier jetzt einen Caterpillar drin mit 700 PS. Alles andere erscheint mir ein bisschen wenig für dieses Ding hier. Getriebe haben wir jetzt drin, ein Maxi Torque, 18 Gänge Retarder. Man hat hier natürlich eine riesen Auswahl an Getrieben, Fuller und so weiter. So, der Innenraum. Ja, hier sieht man immer nur den Truck, aber man sieht, welche Möglichkeiten man da hat. Hier die Lackierung, das ist jetzt nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob diese, doch, diese werden wahrscheinlich hier zugehören. Raven, Schneider National, SGT. Das ist auch eine spezielle. Die habe ich gar nicht gesehen, nehmt. Wir können die mal eben durchprobieren, wenn ihr mögt. Machen wir eben. Das ist ein, naja. Oh, das blendet aber in den Augen. So, was haben wir? Ein weißeres Weiß gibt's nicht, ja? Oh, es hat was, ganz ehrlich. So, hier ist er in Rot. Hier haben wir ein Blau, Bison, das ist natürlich wieder weiß. Boah, es ist krass. Das sind irgendwie die gleichen, oder? Da kommt er in Grün, hier kommt er wieder in Weiß daher. Einige scheinen doppelt zu sein. Jim Palmer, okay. Das hat, dieses Rot hat natürlich auch was, ne? Das ist schon schickes. Aber noch, da haben wir das hier. Auf jeden Fall kommt er sehr modern daher. Wieso ist denn das alles doppelt und dreifach? Aber was für hässliche Farben teilweise. Naja, das dient dann eher wohl anderen Dingen.
So, da draußen bekämpfen sich gerade zwei Mini-Hunde. Ich glaube, das war unsere Lackierung. Die lassen wir jetzt auch einfach mal so. Ja, hier sind dann eben die ganzen Punkte, was man machen kann. Felgen. Sieht man hier Reifen. Das ist jetzt, hier hinten ist es nicht so viel, was man machen kann. Das oder das. Also ich persönlich bleib dann bei dem da. Auspuff ist auch nur der eine. Das wundert mich eigentlich. Und hier haben wir dann das Interieur. Da kann man also auch schon so einiges zaubern. Also man kann mit diesem Ding schon eine ganze Menge durchführen. Wir lassen ihn aber jetzt so, wie er ist. Und setzen mal unsere Fahrt fort. Es irritiert mich ein bisschen, dass der Seitenspiegel da oben ist. So, jetzt habe ich wahrscheinlich jemand mit seinem Rollator platt gefahren. Aber man kann gut rausgucken, ne? Und wetten, wir haben gleich wieder irgendwas mitgenommen. Das Ding ist einfach zu lang. Es ist schon echt abenteuerlich, aber gut. Wir setzen unsere Fahrt in einem reparierten Truck fort. Ich lege euch den Download-Link auch mit in die Videobeschreibung auf jeden Fall. Die fahren wie die Bekloppten, ne? Bin ja mal gespannt, ob wir diese 926 Kilometer ohne Schäden überstehen. Also. Oh, die haben Tempo drauf, ey. Krieg Angst hier. Au. Mit so einem langen Geschoss, ey. Vorne guckst du, dass du nicht umfährst und hinten mit dem Auflieger nimmst du alles mit. Da muss man Prioritäten setzen. Was ist wichtiger? Na, dann gucken wir mal. Oh. Ich muss mal jetzt was voll Uncooles tun. Das machen wir hier vorne, da ist es schmaler. Und zwar muss ich einfach mal hier rüber bügeln. Ich habe mich eben noch gefragt, warum wir eigentlich auf die andere Spur müssen, aber okay. Ja, sowas macht man nicht, ich weiß.
So. Ich meine, der brüllt ja wie ein großer, ne? Was ist das eigentlich für ein Schminkspiegel? Was soll der da? Seht ihr das? In dem siehst du doch eh nichts. Kannst du mir mal verraten, warum du Affe da stehst? Meine Güte, ne. Wo willst du, Bauer, hin? Ey, hier kriegst du Angst, ey, ehrlich. So, ja. Sollten jetzt mal einmal auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Trelleborg nach wie heißt das da? Swinoujscie. Schweinejauch oder was? Einfach mal dahin hier. 5 Stunden sind wir unterwegs, also sind wir gut ausgeschlagen, aber günstig. 668 Euro. Da kannst du ja mal nicht meckern, ne? So, mal einmal ein bisschen Flüssigbrot zu mir nehmen. Wir sind dann jetzt erstmal angekommen. Hier waren wir nämlich jetzt absolut noch nicht. Apropos, die neue Russmap ist auch am Start. Hier danke an den Michael für den Tipp, dass es mittlerweile eine neue Version gibt. Da hatte sich das dann mit meiner Roadmap beziehungsweise mit der Connections-Datei auch entsprechend erledigt. So. Wie sollst du denn hier rauskommen, Mann? Mal abgesehen davon, dass wir hier, glaube ich, auch nicht so ganz richtig sind, oder? Ah, passt schon. Na, der hat aber gebremst für uns, wa? Mal hier rein. Da dürfen wir doch gar nicht rein.
Also irgendwas stimmt hier mit dem Navi ganz und gar nicht. Oh, und der zischt so schön herrlich. Wir fahren einfach mal hier durch. Also irgendwas stimmt mit dem Navi nicht. Da vorne dürfen wir ja nicht mal rein. Ja, so passt es doch jetzt. Oh, ich hab das Knallen sehen, ey, ehrlich. Die Lenkung ist manchmal etwas merkwürdig bei diesem LKW. So, ja, sind wir am Rollen. Es war doch jetzt erstmal gerade ein bisschen tricky da an der Ecke. Das hat uns erstmal viel Zeit gekostet, leider. Also die Geräusche von diesem LKW sind herrlich. Ich liebe sie. Ja, und gucken wir mal, in welcher Zeit wir dann die Kilometer schaffen, die wir noch schaffen müssen. Nämlich 645. Und wir fahren 20 km/h zu schnell. Wenn jetzt die Polizei kommt, ist unser Portemonnaie leer. Ja, herrlich. Das leuchtet so schön an der Seite. So, wir bleiben auf dieser Spur. Da vorne ist dann eine Baustelle. Angeblich. Nichts gesehen.
So, und hier müssen wir gleich irgendwo raus. Wir blinken schon mal. Also der zieht ganz ordentlich mit seinen 700 PS, muss man sagen. Das war mir so klar, dass das ein Polizist war da hinter uns. Wolltest du nicht irgendwo abbiegen? So, komm, hauen wir Tempomaten rein, kann er uns nichts mehr. Ein bisschen genötigt. So, mal gucken, wie fahre ich denn, wenn ich mal von draußen gucke. Wahrscheinlich eine Katastrophe, oder? Sag ich doch. Yes, das ist Maria. Ich kann nicht fahren, wenn ich neben dem LKW herlaufe. Das geht nicht. Müsste ich mir einen Autopiloten einbauen oder so. So, wo sind wir jetzt? In Gorschow-Wilp, wo auch immer das ist. Boah, wie der arbeitet, wenn es hier bergan geht, ey. Wahnsinn. Fantastisch. Ich habe eigentlich keinen Bock zum Bremsen. Ich probier mal was. Dass jetzt gut geht, lassen wir mal dahingestellt. Nee, rechts blinken beim Wiedereinfädeln, nicht links. Ja, sehr schön, das hat doch geklappt. Polizist in der Nähe, der Spaß ist mir 1000 wert. Okay, wir fahren hier nicht rechts, wir bleiben auf der Strecke und fahren geradeaus weiter. Der läuft gut. Wen interessieren die, wenn man auch 85 fahren kann?
Wenn der Polizist mich dann in der Kontrolle fragt, warum waren Sie zu schnell, werde ich antworten, weil ich es kann. Yes, wieder hier rüber. Ja, also ein sehr schönes Fahren mit diesem Truck eigentlich, solange es nur geradeaus geht und nicht durch so enge Kurven. Also schon spaßig, auf jeden Fall. Schnurrt wie ein Kätzchen, der. Naja, Kätzchen, Caterpillar. Natürlich schnurrt der wie eine Katze. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh oh, hier wird's eng. So, da uns keiner entgegenkommt, werden wir hier mal die volle Fahrbahnbreite ausnutzen. Wenn doch einer kommt, haben wir ziemliches Pech gehabt. Wie schön diese Armaturen da alle, also die, ja doch, die Armaturen dort alle so vor sich hin funkeln. Das sieht geil aus, das gefällt mir. Sowas möchte ich zu Hause über mein Bett haben. Ja. Also ich habe so fast das Gefühl, wir schaffen die 372 Kilometer noch in dieser Folge. Es geht ja manchmal schneller, als man gucken kann. Aber das Auto hier gefällt mir. Ja, der ist cool. Sehr schön. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen schnell und schneide die Kurven. Oh mein Gott. Man muss es nicht immer alles so ernst sehen, wenn es so schön frei ist. Das war schon damals mit dem Auto immer so. Wenn so schön frei ist, dann gebe ich doch einfach auch mal Gas. Da lasse ich fünfe gerade sein.
ich weiß noch, damals in meinen jungen Jahren habe ich mir mal was geleistet. Da waren wir unterwegs, wenn jemand die Strecke kennt, auf der L770. Und zwar von Stemwede-Lefern in Richtung Bohmte. Und da war ein LKW vor mir. Ich mit meinem Calibra hin. Wie jetzt? Das mache ich schon die ganze Zeit. Also ich war da mit meinem Calibra unterwegs, vor mir ein LKW. Und ich wusste ganz genau, Bohmter Heide kommt eben eine relativ scharfe Kurve. Aber habe ich gedacht, mit meinen 150 PS kriegst du den noch. Jo, der Bursche war aber auch leider nicht gerade langsam und auf einmal taucht so diese Kurve vor mir auf und ich denke echt noch einfach nur, oh oh. Aber es hat alles funktioniert, ich bin am LKW vorbeigekommen. Der mag gedacht haben, was war das für ein Bekloppter, aber das hätte auch in den Büschen enden können, also definitiv. Ob man das überlebt hätte, wäre dann noch was anderes gewesen. Ja, mit so 150 PS, das hatte schon was damals, ja. Da hat man dann schon mal Dinge gemacht, die man sonst vielleicht nicht getan hätte. Naja, aber das sind so Anekdoten. Der klingt so geil. Sehen, dass wir durchkommen, bevor die Rush Hour wieder einsetzt. Und wir haben noch alles heile. Oh Wunder. So, dann gucken wir mal, ob wir den Rest wirklich noch schaffen oder ob wir noch mal pennen müssen. Irgendwie waren wir hier schon mal offensichtlich. Irgendwelche Radarblitzer wieder. Wenn man mit einer Hand lenkt und mit der anderen trinkt und nicht guckt, wo man hinfährt.
Ja, da oben sind wir schon mal längst gefahren, auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir unter diesen Brücken lang. Also Ikea gibt es ja wie Sand am Meer, ne? Heißt für uns gleich aber auch, wenn wir einkaufen, genau, wenn wir ankommen, das werde ich aber aufmachen, Garage kaufen. Sag mal, ist der volltrunken oder was soll das hier werden? Wo ist er jetzt hin? So, jetzt kriegen wir wieder Fahrt hier. So. Schon wieder Polizei da, das sieht schon so wieder so gefährlich aus. Glatt. Ja, 4:42, es wird so langsam, aber sicher wieder hell. Da kam jetzt Gott sei Dank nichts von hinten, sonst hätte es gekracht. Ich habe gepennt. Asche auf mein Haupt. Ja, echt schweigsame Tour, ne?
Jo, wird Zeit, dass wir ans Ziel kommen. Ich werde nämlich so langsam echt müde, tatsächlich. Ja, da trinkst du so einen Hopfen-Smoothie und schläfst fast ein, ne? So, Telepass haben wir hier leider nicht. Gucken wir mal einfach hinter diesem Zeppler. Komm, hau ab da. €11, ne? Das geht ja noch, wa? Hätte auch teurer sein können hier. Wetten, der drängelt sich vor. Jo, genau, zack, Licht aus, Affe tot. Katowice. So, wo fahren wir denn hin? 91 Kilometer noch. Ja, wir müssen unseren Empfänger ja fast schon riechen können, oder? Mist! Fahren wir auch weiter so schnell. Das haben wir bezahlt dafür. Ja, fährt aber auch ganz schön weit links. Ja, normaler Verschleiß am LKW. Die Ware ist tatsächlich immer noch heile. Ich weiß nicht mal, was wir da hinten überhaupt drin haben. Können wir gleich mal eben gucken, bevor wir dann beim Empfänger auf dem Hof fahren. Der kann soweit nämlich jetzt nicht mehr weg sein.
Und schon wieder eine Zollstelle oder Mautstelle oder wie auch immer. Ja, das sieht doch nice aus, oder? Ja, Mensch, fast geschafft. Guckt euch das an, Leute. War auch wieder eine lange Tour. Ich kann mir nicht helfen, aber der ETS-2 macht irgendwie noch am meisten Spaß. Was flattert denn da an meiner Scheibe? Was ist dir denn? Was ist denn das für ein Sound? Oh, ich habe gedacht, das passt nicht. Das war eng, glaube ich. So, Krakau. Also diese Geräusche eben, das konnte ich nicht deuten, definitiv nicht. So, wieder eine Baustelle. Wie schön. Und wir können vorwärts rein. War klar, dass wir das ausgezeichnet waren. So, Level 92 haben wir erreicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, diese Geräusche, dieses Gähnen, was wir hier zum Beispiel normalerweise hätten, ob das vom Truck-Mod kommt oder
ob das von der Romans kommt oder von der Rusmap. Das ist doch schon arg befremdlich. So, wir gucken mal, wo eine Garage ist, wo ich hin muss. Genau, hier wird die Garage. Und hier können wir nochmal durch. Das ist jetzt 1 Kilometer. So, in diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich tierisch drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.